Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Ich möchte euch heute die erste Fensterdeko für die Weihnachtszeit, für die Adventszeit zeigen. Und ich habe hier schon, ja, es ist so ein Vorhang mit lauter schönen Federn und oben sind so weiße Perlen dran. Ich zeige euch das jetzt gleich mal von Namen. Also ich habe hier oben zwei Haken angemacht und ja, einfach eingehangen. Und dieses Fensterbrett werden wir uns weihnachtlich schön dekorieren, auf verschiedene Art und Weisen. Ja, jetzt zeige ich euch diesen wunderschönen Federvorhang hier für unser Advents-Weihnachtsfenster nochmal von Namen. So sehen die einzelnen Federn mit den schönen Perlen aus. Und hier habe ich nochmal einfach welche so hingelegt, bevor wir jetzt gleich alles schön dekorieren. Ja, so sieht's aus. Sieht doch nett aus. Sieht aus wie lauter kleine weiße Vögelchen. Ja, und als erstes werden wir mal diesen Boden hier ein bisschen dekorieren. Das ist so ein Marmorbrett. Man kann das natürlich auch so lassen, aber ich habe hier so, ja, das ist so ein Stoff, der so, ja, weiß, ein bisschen flauschig. Das ist so ein bisschen wie Schnee, weiße Schnee als Unterlage. Oder ihr könnt natürlich auch Watte nehmen oder... Weil wir machen jetzt erstmal ein bisschen was mit Silber. Den kann man natürlich auch Alufolie nehmen. Aber was auch immer jeder so da hat, ich habe mich jetzt mal hier für diesen weißen, bisschen schneemäßigen Stoff entschieden. Ja, und als allererstes möchte ich gerne mal mit euch hier, ja, das machen wir hier nachher nochmal ordentlich. Ich packe es jetzt mal kurz zur Seite, damit wir hier erstmal unsere Deko schön hinstellen können. Als allererstes habe ich jetzt mal hier so, ja, so sehen die aus. Das sind drei Silberengel in verschiedenen Größen, in drei verschiedenen Größen. Die kommen jetzt erstmal hier so in die Mitte, finde ich, ganz hübsch. Dann können wir natürlich hier auch, dadurch, dass das ein bisschen absteht vom Fenster, können wir natürlich auch ein paar Kerzen reinstellen. Ja, die haben wir jetzt mal da so in der Mitte. Muss man, wie gesagt, die Federn hängen denn hier vor. Da ist also ein guter Abstand, da muss man vielleicht nur ein bisschen aufpassen. Aber wenn man das von Anfang an so aufbaut, dass da nichts passieren kann, sind wir auf der sicheren Seite. Dann habe ich jetzt, das ist so ein, ja, wirklich kaltes Silber, sage ich mal. Kein mattes, sondern richtig glänzend. Hier noch diesen schönen Stern. Hier. Ja. Diese großen Eicheln, die packen wir mal hier drüben hin. Da habe ich zwei Stück von. Ich zeige euch das natürlich nachher mal von Namen noch. Dann habe ich hier noch, ja, zwei so Silberkugeln. Jetzt müssen wir es ein bisschen vormachen. Und dann habe ich hier noch so, ja, Vögelchen mit weißem Federschwanz sozusagen. Die aus kann man natürlich eigentlich so lassen. Und hier habe ich noch so silberne Sterne. Die könnte man natürlich auch noch anhängen, aber ich nehme sie jetzt einfach mal als Stabilisator für diese Vögelchen. Hier habe ich noch einen Stern und dann machen wir den anderen Vogel rein. Der ist ein bisschen kleiner. Und das, finde ich, passt dann ganz niedlich auch dazu. Ja, so sieht's aus. Das wäre die erste Fensterdeko in Silber. Ja, ich zeige es euch erst nochmal mit den Federn. Und jetzt gehen wir mal hier hinter. Ja. Und so sieht's ohne Federn aus. Hier die Kerzen, die mein Weiß-Silber-Bäumchen. Hier sind die drei Engel. Hier haben wir noch die Vögel angeklemmt. An diesen Glitzerstern sozusagen. Ja, und hier ist der andere Vogel. Hier ist nochmal, da nochmal die Engel richtig von Namen. Und hier ist noch der Stern. Nochmal ein bisschen von oben. Ja, finde ich sehr hübsch. Federn, schöner Kontrast, weil das ist ja so ein bisschen, ja, ich finde ein bisschen weicher, zarter. Und dazu dann eben ja doch diese, ja, ein bisschen stabilen, sage ich jetzt mal, Silberengel, sehr glänzend. Und von daher finde ich das eine ganz hübsche Deko. Wie gefällt es euch? Wir noch eine nächste Fensterdeko machen. Also ich habe wieder diese weiße Decke hier
Von den Kerzen habe ich noch die silbernen stehen gelassen. Alles andere habe ich weggeräumt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt mal ein bisschen mischen. Weiß und silberne Kerzen. Lassen wir mal die beiden größeren stehen und machen hier mal die weiß-silberfarbenen hin. Dann habe ich hier noch, ja, das ist ein gekauftes Bäumchen. Da ist so ein bisschen Glitzer auch mit dran. Auch schön mit Federn. Passt natürlich super gut zu dem Vorhang. Und dann haben wir natürlich ja noch unsere eigenen flauschigen Bäumchen, die wir selber gemacht haben aus Wolle. Und wenn ihr da Interesse dran habt, wenn euch das gefällt, guckt einfach das Video an. Süße Weihnachtsbäumchen in flauschiger Wolle. Ja, das stellen wir einfach mal hier, oder vielleicht das Größere hier ein bisschen rüber und das Kleinere dahin. Und dann habe ich hier noch, den habe ich ganz lange hier immer zu stehen, fast gar nicht nur zu Weihnachten. Ja, das ist so eine, guck mal, wie die aussieht, finde ich wirklich auch ganz niedlich, weiß, grau, silber. Ja, passt natürlich auch super gut dazu. Ja, die steht jetzt hier in der Ecke, ja. Ich zeige es euch natürlich nachher nochmal. So, und dann habe ich hier noch dieses kleine, ja, Engelchen, Winterengelchen mit Mütze. Habe ich auf so einen Stein gemacht, damit es schön steht. Ja. Dann haben wir noch diesen Schneemann hier mit einer grauen Wollmütze. Passt ja ganz gut hier, finde ich, zu dem. Stellen wir so darüber. Und dann habe ich hier noch diesen hier, diesen Weihnachtsmann. Und da können wir sogar die Kugel, die er in der Hand hält, anmachen. Da ist ein LED-Licht drin. Fand ich ganz niedlich. Und den können wir natürlich hier, ich mache gleich nochmal das Licht aus, dann könnt ihr das auch ein bisschen besser sehen. Ja, und wer sagt jetzt, das reicht mir eigentlich, oder aber ich habe hier noch so ein paar Weihnachtskugeln, die sehen auch so, ja, Glitzer, Schnee, die könnte man hier natürlich noch mit dazu passen. Finde ich so auch schon sehr hübsch. Ich zeige es euch nochmal so. Guck mal, so könnt ihr es gut sehen. Ja. Ich habe hier allerdings auch noch so Holzbuchstaben. Die könnte man, wenn man möchte, auch noch hier davor stellen. Ja, das wäre die andere weihnachtliche Fensterdeko. Ja. Ich mache jetzt mal das Licht aus, damit ihr auch noch mal die Kugel in dem Schneemann besser seht und zeige es euch auch noch mal von nah. Ja, so sieht es hier aus. Hier ist der bisschen drallere Engel, sage ich jetzt mal. Hier drüben haben wir die Buchstaben. Hier sind nochmal die beiden flauschigen Weihnachtsbäume. Der eine gekauft mit so ein bisschen Silberpunkten dran und der andere selber gemacht. Jetzt nochmal so, wie man das Fenster dann eben auch sieht. Ich finde es sehr hübsch. Die Kerzen sind jetzt noch nicht an, dann wäre es noch ein bisschen mehr Licht. Ich zeige es euch nochmal. Ja, das waren jetzt die beiden verschiedenen Fensterdekos, die ich euch zeigen wollte. Beide mit diesem Federvorhang hier. Einmal ganz in Silber und einmal mit den Schneemännern. Ja, welche hat euch besser gefallen? Welche wählt ihr aus für eure Deko zu Hause? Wenn euch das Video aber an sich überhaupt gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ich freue mich über Kommentare und ich freue mich natürlich auch ganz besonders über Abos. Und ja, meine treuen Zuschauer, die wissen das schon, dass ich normalerweise jeden Samstag um 8 Uhr ein neues Video hochlade. Aber jetzt in der Adventszeit will ich euch einfach noch viel mehr zeigen und deshalb wird es auch zu verschiedenen Zeiten einfach neue Videos geben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer aufmerksam gemacht, wenn ein neues Video anzuschauen ist. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao!